Yo Leute, Dero ist am Start und damit herzlich willkommen zu Project Cars. Es ist endlich soweit, es ist da und wir starten sofort. Also, das hier das Hauptmenü und ja, weil ich noch nichts gemacht habe, ihr habt ja gerade auch das Intro-Video gesehen, starten wir sofort mit der Erstellung unseres Profils, unserer Karriere und ja, danach werden wir mal gucken, dass wir die Karriere starten. Vielleicht schauen wir auch nochmal durch die Menüs oder das können wir in einer anderen Folge machen. Ich glaube, am interessantesten ist es jetzt erstmal, ja, sich das Ganze hier anzuschauen, was wir hier haben. Und zwar müssen wir jetzt erstmal einen Fahrer erstellen. Das machen wir jetzt einfach mal. Und dabei, wie gesagt, ich weiß nicht mehr den Namen aus unserer Formel 1 Karriere, sonst hätte ich den genommen. So, jetzt müssen wir mal gucken. So, jetzt müssen wir noch einen Spitznamen machen. Das ist nämlich für diese... Oh, das war falsch. Ach so, okay, das kann man nicht ändern. Nein, ne? Okay, der Spitzname ist für Twitter sozusagen. Die benutzen ja so ein System, was so ein bisschen wie Twitter gemacht sein soll. Also, ja, man wird da halt solche Tweets sehen. Ich weiß nicht, wie genau das ist, wie man da interagiert mit anderen Fahrern, mit den Computerfahrern, die da interagieren, mit Teams und so weiter und so fort. Das werden wir dann sehen. Ich weiß gar nicht, wie solche @Twitter achso, man kann ja auch erstmal die Startnummer machen, ne? Dann machen wir erstmal die Startnummer. Ich nehme mal die 25. Oder nehmen wir eine krumme Zahl? Was kann man nehmen? 99 und so. Oh, das sind wieder so Entscheidungen, ne? Im Grunde müsste ich dafür mir schon wieder richtig viel Zeit nehmen. Dann nehmen wir mal die 66 jetzt einfach. So zum Beispiel macht man das ja, ne? Dass der jetzt, ich habe jetzt einfach mal Daniel genommen, keine Ahnung, Nationalität, weiß ich nicht, ob man die, ach doch, da, klar, Nationalität. Ach, ja, Freunde, ich bin schon, so, dann nehmen wir jetzt einfach mal, sollen wir Deutsch, nein, Deutsch machen, oder sollen wir Deutsch nehmen, oder Amerika, ne, wir nehmen einfach mal Deutsch. Vielleicht sollten wir dann nochmal den Nachnamen ändern, ne? Das sind so Sachen, die halten in solchen Spielen immer so ein bisschen auf, finde ich. Ne, wir lassen uns einfach mal so, wie es ist. Und zum Beispiel Martin Tomczyk hört sich jetzt auch nicht Deutsch an, ist ja Deutscher. Also von daher. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Übrigens, hier haben wir drei, ich weiß nicht, ob das
die Ziele sind oder so. Keine Ahnung. Hier haben wir zum Beispiel von 0 auf 100 gewinne die LMP1 World Championship innerhalb von 10 Saisons. Lewis Hamilton begann als Kartfahrer und so weiter, ne? Hat sich dann hochgearbeitet, wurde jüngster Weltmeister aller Zeiten. Also es sind solche, ja, solche, ich denke mal, solche Achievements, die man dann später mal machen kann. So wirkt es. So, wir gehen erstmal weiter. Now choose from one of the many starting points for your career. You can start in any of the available motorsports, and by competing successfully, you'll receive contract offers to participate in other motorsports. Okay. Ich würde mal sagen, dass wir ganz unten anfangen. Wir könnten jetzt auf Stufe 1 anfangen. Wir fangen bei Stufe 8 an und das war nämlich mit den Stufen gemeint. Also, wir können, ne, können wir nicht zurück, aber das war mit den Stufen gemeint. Wir fangen jetzt Stufe 8 an wie Hamilton. Man hätte jetzt auch in der Mitte anfangen können oder, also wo man halt hätte zwischen drei Sachen schon entscheiden können, oder wir fangen bei Stufe 1 an, also im Grunde da ist schon alles fertig. Wir wählen natürlich Stufe 8, Kart Run. Wir fangen ganz unten an. Ich denke, das bietet sich hier auch einfach mal an. Ich habe es ja auch gestern schon gesagt, bei dem F1-Training. Wir machen das so ein bisschen wie bei DTM Race Driver damals. Also, Stufe 8. Fangen wir jetzt mal an. So, wir haben hier verschiedene Verträge. Zwei Stück sind es jetzt hier. Dann schauen wir einmal kurz rein. Also, Kart 1, das ist die kleine Kart-Serie. Wir gucken einfach mal. Schön, sie endlich kennenzulernen und so weiter. Nächstes Jahr für den Turk Riders Wettbewerb. Im Wettbewerb Kart 1. Also, das Team heißt Turk Riders im Kart 1 Wettbewerb. Und so weiter. Das ist ja erstmal uninteressant. 125 Kubik sind das, die Karts mit Schaltung. Bla bla bla. Also 0815 Text im Grunde. Ist jetzt aber auch egal. Repräsentiertes Land kann man jetzt sich auch noch angucken. Ne? Falls man jetzt natürlich, wir sind ja jetzt Deutscher, dann würde man es eventuell vorziehen, im deutschen Team zu fahren und so weiter. Ne? Aber das ist alles so ein bisschen nur nebenbei. Dann haben wir hier noch ein Dark Nitro. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach mal das erste Angebot. Many successful racing champions started out and a great place to learn the basic principles of competitive racing. You'll start out in a short national series, followed by the entry karts championship. Each round features a sprint race and a main race. Points are scored by the top 8 finishers. Bonus points are awarded for fastest qualifying time and fastest race lap time. The pit lane is open for refueling, repairs and tire changes. It's time to start your karting career. Okay. This is your career dashboard. Here you can read news articles from SimRacer reporting on the various motorsport seasons that are currently running and see what your fans are talking about. It looks like you have a message waiting already in your inbox. So, also, das ist die Zentrale. Aha. Ja, hier, Posteingang, egal, das brauchen wir jetzt, glaube ich, uns nicht anhören, das kennen wir ja schon so ungefähr alles von anderen Rennspielen. Hier rechts seht ihr diese Twitter-Geschichte, da wird halt so, ja, irgendwelche generierten Codes, sag ich schon, Texte vorgelesen. Zum Beispiel hier, ne, ganz oben, @WMD und so weiter, das ist dieser Tag, den ich jetzt da halt gerade erzeugt habe. Posteingang ist, glaube ich, klar. Ergebnis, ja, das sind die Ergebnisse, die man sich angucken kann, die Meisterschaften und so weiter, und Überblick ist klar, hier nochmal ganz kurz zusammengefasst, wie das funktioniert. So, also die Top 8 bekommt Punkte und für die schnellste Runde gibt es auch nochmal Bonuspunkte und gerade, glaube ich, noch was mit Qualizeit, wahrscheinlich war das gemeint, Fahrernetzwerkprofil, Okay, das sind halt alle Fortschritte und so weiter. Wir brauchen uns das jetzt nicht alles anhören, weil es wird ja eher auf Englisch vorgelesen. Wir sehen es ja, Affinitätsstufe. Ne, es ist so ein bisschen wie bei Forza Motorsport. Ansonsten abgeschlossene Rennen, Online-Leistung, Erfahrung, ja, alles Mögliche. So, in der Karriere, ne, hier von was ich jetzt geschafft habe, ne, von 0 auf 100 und so weiter und so fort. Kann man hier auch nochmal Sponsorenverträge. Ja, das kommt alles noch. Das werden wir sehen. Höhepunkte. Hier ist alles abgespeichert. So, ganz kurz und knapp zusammengefasst. So, Motorsportvideo ansehen. Ne, wir müssen ja auf die Startseite. So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal auf den Kalender. Ich lese mal ganz schnell das vorne weg, sonst kommen wir hier nicht mehr so wirklich weit, wenn es so weitergeht. Heute, okay. So.
Das ist so ein bisschen wie bei FIFA. Ja. Hier wird so ein bisschen durchgeschalten. Hier seht ihr parallel auch andere Rennie-Events, die LMP3 und so weiter. Also es läuft alles so parallel. Das heißt, wenn wir nicht fahren, fahren andere Events trotzdem. Wie sich das jetzt irgendwie auswirkt oder so, keine Ahnung. So. Okay, alle Sessions und so weiter, also Sprintrennen, Hauptrennen gibt es bis zur nächsten Sitzung, kann man auch simulieren. In dem Fall können wir das jetzt nicht, weil es nur zwei Rennen gibt. Sitzungsdauer, zwei Runden. Okay, hier ist nicht viel. 100% sind 10 Runden. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal 50%. Ich weiß jetzt leider nicht, wie lang das alles ist. Gegnerstärke und so weiter, alles noch nicht getestet. Tja. Gut, ich würde sagen, wir probieren einfach mal. Mehr können wir nicht machen. Also, wir fangen jetzt an mit der Kartsaison. Strecke heißt Glencairn, irgendwie so. Kennt man wahrscheinlich jetzt eher weniger, ist wahrscheinlich auch eine fiktive Strecke. Ja, 5 Runden, 50%. Ich weiß nicht, ob das lang ist. Ich weiß nicht, wie lang die Strecke ist. Ansonsten wissen wir das ja fürs nächste Mal. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal auf Teilnehmen. Wobei mir gerade einfällt, dass ich in dem Spiel noch gar keine Optionen getroffen habe. Ne? Fällt mir mal so gerade ganz am Rande rein. Weil man kommt in das Spiel rein und ich wurde erstmal von diesem Menü so ein bisschen erschlagen. In dem Sinne, gucken wir mal. So, ich kann jetzt hier natürlich alle Einstellungen machen und so weiter. Also wenn ich auf Fahren drücke, geht's los. Wir gehen nochmal kurz raus, weil ich ja nochmal in die Einstellung gucken muss. Ja, ganz vergessen jetzt hier an diesem Punkt. Weil wie gesagt, man kommt ins Menü und muss erstmal gucken. So, dann würde ich sagen, wo haben wir denn hier? Haben wir hier irgendwo so wie generell Optionen, ne? Wie kommt man da hin? Ah, okay. Alles klar. Gut. So, haben wir das auch gefunden. Ich habe es nämlich zuerst gar nicht gesehen. So, Nachbearbeitung, Blendeffekt ein. Ich weiß jetzt nicht, ach du Hölle. Okay, man kann halt sehr viel einstellen. Fenster. Ach so, ist wahrscheinlich Fenstermodus, ne? Texturauflösung machen wir hoch. V-Sync, nee. Anti-Aliasing. Ich probiere es einfach mal aus. Wie gesagt, ich kann nicht sagen, wie das jetzt funktioniert, wie das alles läuft. Man muss es einfach mal ausprobieren. So, Bewegungsshare, Anzahl Bilder, vorberechnen, keine Ahnung. Kenne ich mich nicht mit aus. So. Hoch. Weite Scheinwerferreflexion. Ja, machen wir doch einfach mal, ne? Was ist hier? Keine Ahnung, was das ist. Also es sind teilweise auch Einstellungen, die jetzt hier nicht erklärt werden. Hitzeflimmern auf jeden Fall, Spiegelreflexion, Regentropfen, Vignette, Schmutz einblenden. Machen wir einfach mal. So, bitte startet das Spiel neu, um die Änderung zu übernehmen. Gut, dann müssen wir das gleich wieder machen. Dann starte ich jetzt das Spiel neu und dann gehen wir in unser erstes Kartrennen. Beziehungsweise wir können ja auch nochmal, bevor wir die Karriere starten, mal in den Einzelspieler gucken und schauen dann, ob alle Einstellungen passen. Also, kleiner Schnitt, kurz neu gestartet, damit die Grafikeinstellungen übernommen werden. Und dann machen wir oder gucken wir mal zuerst vielleicht in den Einzelspielermodus rein, um zu sehen, wie das Ganze funktioniert. So, da sind wir jetzt also an der Kartstrecke. 5 Runden fahren wir jetzt, ohne irgendwelche Vorbereitungen oder so. Also irgendwie gibt es, glaube ich, keine Trainingssession. Egal, wir probieren es einfach mal. Es ist ja mittelmäßig bewölkt, also jetzt hier zum Glück kein Regen oder so. Ich hoffe, das Ganze funktioniert jetzt so, wie es soll. Der Knackpunkt ist jetzt tatsächlich, dass wir hier, ohne einmal die Strecke gesehen zu haben, dieses Rennen fahren. Ja, das Format und das Reglement kennen wir ja schon. Es gibt ein Rennen und dann noch ein Hauptrennen. Die ersten 8 bekommen Punkte, die schnellste Runde bekommt auch nochmal Punkte. Und ich würde sagen, wir probieren es einfach mal, ob es alles so funktioniert, ja, wie es denn auch soll. So, die Perspektive wollen wir nicht. Wir wollen natürlich hier die richtige Cockpit-Perspektive sozusagen. So, da haben wir sie. Also, Kartrennen Nummer 1. Ziemlich laut schon die Teile und oh, es ist auf jeden Fall nicht so toll, wenn man die Strecke nicht kennt. Aber wir haben ja oben links eine Streckenkarte. So, wo sind wir denn jetzt hier? Unten links haben wir jetzt gerade alle Übersichten über die Platzierung und so weiter, aber ich glaube, da habe ich gerade weniger Zeit zu drauf zu schauen. Das Ganze wirkt auch, glaube ich, gerade ein bisschen, oh je, ein bisschen sehr chaotisch. Mal gucken, wie sich das entwickelt im Verlauf dieser Karriere. Erstmal jetzt das erste Kartrennen. Boah, ich glaube, wir wechseln doch mal für das Kartrennen die Perspektive, damit wir ein bisschen, oh, die ginge theoretisch auch.
aber auch hier zu wenig Übersicht. So, das ist, glaube ich, fürs Kartrennen erstmal ein bisschen besser, um was zu sehen. Der erste Eindruck jetzt hier auf jeden Fall mal, dass das Ganze sehr chaotisch ist. Also die Kartrennen wirken natürlich, ist aber auch, glaube ich, klar, sehr chaotisch, dass sie chaotisch wirken, einfach dadurch, dass man eben auf einer solchen kleinen Strecke unterwegs ist. Aber ich glaube, wir schlagen uns hier gerade mit dem vierten Platz noch ganz gut. Zum Reinfinden in das Spiel ist das vielleicht eine ganz gute Sache. So, jetzt sind wir hier auf dem richtigen Kurs. Wir kommen sogar so langsam nach vorne. Wahrscheinlich müssen wir im Verlaufe dieser Karriere noch den KI-Schwierigkeitsgrad anpassen. Jetzt haben wir uns direkt mal wieder auf den siebten Platz zurück katapultiert mit dieser Aktion. Aber, oh, halb so wild. Die Karts, die fahren sich auch sehr empfindlich, wie man es auch eigentlich erwartet. Ein bisschen, ich sag mal, unberechenbar eventuell dabei. So wirkt es. Aber gut. Ja, da müssen wir mal gucken. Irgendwann kommen ja die richtigen Motorsport-Events, diese Formel Junior oder was es da ist, was ich da gestern schon gesagt hatte. So, hier kann man auf jeden Fall schneller. Da ziehen wir auch ganz einfach mal vorbei. Und ich glaube, wir sind schon jetzt gleich in der letzten Runde. Ja, das ist schon die letzte Runde und ja, also da hätten wir doch die volle Renndistanz nehmen können. Wie gesagt, ich wusste nicht, wie lang die Strecke ist. Stand leider nicht dabei oder ich habe es nicht gesehen. Man weiß es nicht. Aber ja, das zweite Rennen sollte auf jeden Fall besser werden. Und ja, ich bin ja mal gespannt, ob es dann direkt schon Richtung größeren Motorsport geht von dieser Kartsaison. So, Rennen Nummer 1 haben wir jetzt hier erfolgreich abgeschlossen und ja, naja, gut, was heißt erfolgreich? Es war so okay. Ne? Es war okay. Jetzt kann man sich hier natürlich die Wiederholung angucken. So, vielleicht kann man das Menü auch ausblenden irgendwie. Was haben wir denn hier? Da, da haben wir es. So, die komplette Übersicht. Wie gesagt, das Ganze läuft nicht hundertprozentig flüssig bei mir. Wie gesagt, das habe ich ja gestern schon gesagt, wegen der Hardware, die Geschichte. Und ja, einfach mal schauen, wie es das zweite Rennen wird. Wird auch nochmal 5 Runden, das ist dann das Hauptrennen. Ja, und dann, glaube ich, ist die Kartmeisterschaft schon fast hinter uns, ne? Glaube ich. So, gucken wir mal, dass wir jetzt hier weitermachen. Ein bisschen chaotisch, finde ich, wirkt das Ganze. Erster Eindruck ist jetzt eher so, oh la la, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Aber das können wir ja gleich gucken. So, hier sind die Rennergebnisse. 15 Punkte für den ersten. Wir bekommen jetzt hier 4 Punkte. Diese Tabelle zeigt, ja klar, Fahrer und Wertung ist logisch, leuchtet ein. So, Rennen 2, da geht es sofort los. Diesmal hier mit einem fliegenden Start. Wir lassen die Perspektive so, ist glaube ich besser als die Cockpit-Perspektive. Und schauen mal, also die Ampeln sind an, der fliegende Start. Wir starten hier mitten in der Kurve. Oh, und da zerreißt es mich sofort. Okay, kann man hier nochmal neu starten? Starte Sitzung erneut, alles klar. Ja, gut, das war nicht so. So, wir probieren es gleich nochmal. Also ich finde, diese Kartmeisterschaft ist jetzt nicht so zu empfehlen. Wirkt sehr chaotisch. Spaßfaktor ist auch gerade relativ gering. Aber gut, ja, ich habe ja gesagt, wir probieren uns einfach mal aus. Ja, wir machen einfach mal das volle Programm. Weil, oh, ich finde, die Karts fahren sich sehr hakelig, sehr, ja, unberechenbar. Aber es sind halt auch Karts, ja, wie soll man sowas gut in ein Spiel einbringen. Ich meine, Karts normalerweise, ja, das sind ja wirklich Teile, die auf der Strecke kleben und sehr, sehr, ich sag mal, mobil unterwegs sind. Und das ist halt sehr, sehr schwierig in ein Computerspiel, denke ich mal, umzumünzen. Aber wir geben uns hier nicht geschlagen. Wir fahren direkt mal vor, hier fast vor auf die vierte, jawohl, der Kollege, der rammt uns hier weg auf die vierte Position. Noch haben wir es nicht geschafft. Ein paar Runden haben wir ja noch. Oh, ist das schwer. Also, halten wir fest, Kartfahren ist jetzt nicht so unser Ding. Ja, aber ich wollte ja auch alles von dieser Karriere mitnehmen. Aber wenn ihr jetzt starten solltet, dann vielleicht ohne die Karts. Ist, glaube ich, ein bisschen besser. So, wie viel da sind wir? Vierter. Also, wie im ersten Rennen jetzt hier schon. Vierter. Oh, ich weiß gar nicht, warum das da bei Kurve 1 so rumrutscht. So, jetzt können wir uns eventuell auf dem Weg zu dem Drittplatzierten machen. Vielleicht schaffen wir das, ja. Das wäre natürlich ganz gut. So, hier werden jetzt 8 Runden sogar gefahren, also mehr Runden. Das erste Rennen war so eine Art, ja, ich sag mal, Qualifikationsrennen. So, jetzt
gucken wir mal, dass wir hier auf die dritte Position kommen und der rammt einen da einfach nur weg. Nicht so schön eigentlich, ne? Nicht so schön, so als wenn es mich nicht geben würde, wurde ich da einfach mal eben abgeräumt. So, die Hälfte des Rennens haben wir jetzt schon hinter uns. Mal gucken, ob wir irgendwie noch eine Chance bekommen, hier vorbeizukommen. Also das merkt man, die KI wirklich sehr schwer zu überholen, aber hier ist so eine Stelle zum Beispiel ganz schwach die KI unterwegs. Also da kann man dann wirklich ohne Probleme überholen. Oh. Und wieder durch Kurve Nummer 1 mehr gerutscht als gefahren. So, das sieht ganz gut aus. Das Einzige, was ich jetzt, oder was mich gerade so ein bisschen stört, ist dieser Blur-Effekt, dieser Verschwemmungseffekt, dieser Unschärfeffekt, wenn man halt durch Kurven fährt, dass halt alles irgendwie unscharf wird. Ich habe gerade das Gefühl, dass wenn ich um die Kurve fahre, alles unscharf wird, außer der Fahrer selber. Ja, ich weiß nicht, ob man diesen Effekt ausschalten kann, da muss man nochmal gucken. Das wäre auf jeden Fall was ich sofort machen würde, weil für mich, ja, brauche ich diesen krassen Blur-Effekt eher weniger. Das erinnert dann schon sehr stark an Need for Speed Shift 2, aber ja, gut, kommt halt auch so ein bisschen daher, ne? So, wie viele Runden haben wir? 6. von 8. Ja, vielleicht gewinnen wir das hier sogar, wenn man hier ganz einfach an den KIs an einigen Stellen vorbeikommt. Boah. Ja, Kurve 1 irgendwie, da sind sie sehr giftig. So, die Karts also, die machen auf jeden Fall Spaß. Aber ich glaube, auf Dauer möchte man dann doch eher was Richtiges fahren. Weil die Karts sich schon sehr, sehr, ich sag mal, merkwürdig fahren. Ja, sehr krass empfindlich, aber... Wie alt? Wow, bei so einem, ja, bei einem Rennspiel immer sehr schwer umzusetzen, Karts, glaube ich einfach, ist nicht so toll. So, jetzt Kurve 1, oje. So, Runde 8 von 8, Kurve 1 wieder ein bisschen abgekürzt, wir sind aktuell sogar Zweiter, schmeiß mich hier wieder weg, sind jetzt wieder Vierter, super, da waren wir gerade schon Dritter, beziehungsweise Zweiter und jetzt sind wir wieder Vierter, aber hier kann man gut über den Rasen fahren, irgendwie wirkte das auch so, als ob man das so machen soll. Und hier hat die KI leider so einen kleinen Aussetzer, da seht ihr das, da kann man easy vorbeigehen. So, zweite Rennen hier direkt mal auf dem zweiten Platz abgeschlossen. Ja, besser kann es doch gar nicht gehen. So, jetzt bin ich aber gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, dass man jetzt nicht allzu lange in dieser Kart-Serie drin hängt. Das wäre natürlich jetzt ein bisschen doof, aber kann man nichts machen. So, 12 Punkte und gerade hatten wir, glaube ich, auch schon mal irgendwie 4 oder so, weiß ich gar nicht. So. Siegerpodest, das ist alles textbasiert, ist egal. Und insgesamt sehe ich mich jetzt hier gar nicht draufstehen. Okay, Meisterschaftstabelle. Aber wir werden nicht aufgeführt. Doch, da, klar, auf der 3. 16 Punkte. So, zurück zur Karrierezentrale. Mal gucken, was da jetzt auf uns wartet. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe nur, dass man jetzt nicht zu lange hier drin hängt. So, Smith auf dem Siegerpodest. Lass uns hoffen, dass noch mehr Siege folgen. Also hier rechts seht ihr dieses, ja, ist so ein bisschen noch wie bei FIFA. So, gucken wir mal eben in den Kalender. Doch, es geht erstmal weiter für uns. Können wir nicht weiterblättern? Doch, können wir irgendwie. Februar. Ja gut, vielleicht fährt man jetzt eine ganze Saison. Die scheint aber nicht sehr lange zu sein. Ne, die wird hier schon nicht mehr weitergeführt. Dann werden das noch 2 Rennen maximal, denke ich mal, sein in dieser Kart-Saison. Ich muss noch ein bisschen sowieso mit den Einstellungen spielen. Renningenieur. Achso, da müssen wir auch nochmal lesen, irgendwann, wenn es soweit ist. Nein, ich muss sowieso noch mit dem Einstellungen spielen. Läuft noch nicht ganz so, wie ich möchte. Ich habe ja gesagt, ja, die höchsten Einstellungen werden wir hier definitiv nicht hinbekommen. Ja, da müsste ich erstmal eine neue Grafikkarte mir zulegen. Aber das machen wir jetzt erstmal nicht. Ja, für die erste Folge muss ich sagen, also jetzt der erste Eindruck, ein bisschen chaotisch mit dieser Kart-Sache. Aber ich wollte es auf jeden Fall machen, weil es selten ist, aber ja, man merkt, Kart ist so ein bisschen chaotisch. Gucken wir mal, wie die nächsten 2 Rennen laufen werden. Das sehen wir dann morgen. Heute werde ich vielleicht noch das ein oder andere Video zu Project Cars so hochladen, also einfach nur ein Rennen oder so. Das gucken wir mal. Ansonsten hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Daumen nach oben. Ich bin raus, euer Dero. Macht's gut. Bis dann. Ciao.